So, herzlich willkommen zum nächsten Part von The Evil Within. Wir machen jetzt in der Story weiter. Wir müssen hier hoch. Mal gucken, ob es einfach klappt, wie ich mir das vorstelle. Sind die von Lily? Da komme ich auf jeden Fall noch nicht rein. Bist du hier? Ich bin's. Wo ist sie hin? Lily, alles gut. Ich bin's. Verdammt. Okay, ganz ruhig. Wie komme ich da rein? Hier kann ich durchkriechen, okay. Ihre Puppe. Lily war hier. Lily. Oh Gott, sie ist in Gefahr. Jemand verfolgt sie. Mal auf der Rückseite nachsehen, wohin das Fenster wohl führt. Hat gerade so eine Art Hundegeräusche gehört. Und jeder Resident Evil Fan wusste, warum ich gerade Richtung Fenster gucke. Also Lily, wo bist du hingelaufen? Was zur... Noch ein Signal. Gut. Ich komme, Kleines. Halt einfach durch. Wo bist du?
So. Ich gehe mal ganz kurz ein Bierchen holen und bin gleich wieder da. Übrigens bin ich wieder da. Das muss hier ja irgendwo kommen. Also, nochmal. Wo bist du? Tage alt. Hoffentlich nicht Lillys. Ach komm, will mich doch verarschen hier. Falsche Richtung gelaufen. Jetzt kommen wir der ganzen Sache schon fast ein bisschen näher.
Hier muss es sein, irgendwo. Ah, da ist es. Gott sei Dank. Sie hat sich hier wohl versteckt. Fußspuren. Von wem stammen die? Sie muss in dem Lagerhaus sein. Kluges Mädchen. Da gibt es bestimmt viele gute Verstecke. Lily, das kam von oben. Na super. Hier muss sie durchgekrochen sein. Ich sollte da auch durch. Und ich habe eine Platte gemacht, wie ich hier durchkomme. Alles klar. Sie ist ein tapferes und kluges Mädchen. Bestimmt geht's ihr gut. Ich muss sie nur finden. Hä? Okay. Ich werde gleich noch verbessern hier. Gut, da muss wahrscheinlich drin sein. Da ist ganz viel. Puppe? Aber wo ist Lily? Da ich ganz viel Munition kriege, gehe ich mal von aus, es gibt gleich einen Bosskampf oder sowas.
Das ist er. Der Mörder mit der Kamera. Und der Mistkerl hat mein kleines Mädchen. Ich war fast bei ihr. Verdammt! Beruhige dich. Denk nach. Du musst sie retten. Der Kommunikator empfängt nichts mehr. Ich muss einen anderen Weg finden. O'Neill. Ob ich ihm trauen kann? Andererseits will er genauso sehr hier raus, wie ich Lily finden will. O'Neill, Sebastian hier. Können Sie mich hören? Mist, ausgerechnet jetzt. Vielleicht funktioniert es draußen. Sieh da! Das Mädchen! Wo ist es? Wieder verloren. Ob ich jetzt wenigstens O'Neill erreiche? O'Neill, Sebastian hier. Sie leben noch? Ich meine, Sie leben noch. Gut. Konnten Sie den Kern finden? Nein. Aber ich weiß, wer ihn hat. Und er hat selbst für diesen Ort unglaubliche Kräfte. Aber er ist weg. Ich glaube, da kann ich Ihnen helfen. Ich habe eine unbekannte Frequenz empfangen. Sie kommt aus dem Rathaus. Gut. Wo liegt das? Da oben. Sehen Sie das Gebäude mit dem großen Uhrenturm? Ja. Das ist es. Wie zur Hölle soll ich da denn hochkommen? Das ist etwas kompliziert. Kommen Sie her, dann erkläre ich's. Okay. Bin unterwegs. Thank you.
Ah, es geht Ihnen gut. Keine Ahnung, ob gut das richtige Wort ist, aber hier bin ich. Also, wie komme ich jetzt zum Rathaus? In Union gibt es eine Art Backstage-Bereich, von dem aus Mobius die Probanden heimlich beobachten konnte. Die meisten Durchgänge sind noch intakt genug, so dass man die Risse umgehen kann. Aber Teile der Stadt schweben in der Luft. Wo sind denn da Tunnel? Das sind Durchgänge, keine Tunnel. Wenn Sie sie benutzen, wechseln Sie im Grunde die Ebene. Wir nennen es das Mark. Es existiert in einer vom Sichtbaren getrennten Ebene. Das ergibt keinen Sinn. Das muss es zum Glück auch nicht. Es muss einfach nur funktionieren. Es ist ein Labyrinth. Einmal falsch abbiegen und Sie sind auf der anderen Seite der Stadt. Wo ist dieses Mark, das mich zum Rathaus bringt? Und wer kommt auf diese lächerlichen Namen? Ich markiere den Port. Er ist im nördlichen Unterschlupf. Sieht wie ein normaler Computer aus, ist es aber nicht. Ich gebe Ihnen das Passwort für die Aktivierung. Wenn Sie drin sind, folgen Sie der Markierung zu Ausgang B2. Das sollte Sie direkt zum Rathaus bringen. Das hätten Sie mir auch per Kommunikator sagen können. Vielleicht, aber dann hätten Sie die hier nicht. Die Durchgänge sind okay, der Zusammenbruch hat Probleme mit der Infrastruktur verursacht. Laut meinem Kommunikator versperrt ein Gasleck den Weg zu Ausgang B2. Ohne die hier würden Sie nicht überleben. Tödliche Gaslecks, ha? Huh? Die schlechte Nachricht immer zum Schluss, was? Nach dem, was wir bisher gesehen haben, bezweifle ich, dass das das Schlimmste ist. Sehr hilfreich. Wollen Sie vorher sonst noch was wissen? So, Munition aufgefüllt. Und weiter geht's. Stopp, muss einen Kaffee noch trinken. Weil was ich hab, hab ich, ne?
Ich habe das Gefühl, dass diese... Der Tod, ja. Nee, so nicht. Diese Wesen sind angelehnt an die japanischen Horror. Wenn man das sich vergleicht, wenn man japanische Horrorfilme schaut, werdet ihr solche ähnlichen Wesen immer sehen. Ich sollte Kidman sagen, was hier läuft. Kidman, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Was hast du für mich? Die gute Nachricht. Ich habe O'Neill gefunden und er konnte mir Hinweise auf Lily geben. Großartig. Die schlechte Nachricht. Union fällt buchstäblich auseinander und ist größtenteils von Leichen und Monstern bewohnt. Und dieser Psycho, den ich erwähnte, der mit den Kräften, die er nicht besitzen sollte, er hat Lily. Ich bin auf dem Weg zum Mark, von dem du mir nicht erzählt hast, um zu ihm vorzustoßen. Tut mir leid, dass wir vorher keine Zeit für ein Briefing hatten. Aber wir dachten nicht, dass es so schlimm wäre. Hier ist es genauso schlimm wie in Beacon. Nein, schlimmer! In Beacon steckte meine Tochter nicht fest. Okay, beruhig dich. Vielleicht kann ich helfen. Hast du irgendwelche Infos über diese Person? Männlich, etwa 1,77 Meter, schwarze Haare. Hält sich für so eine Art Künstler. Das ist nicht wirklich viel. Das weiß ich auch. Ich bin unterwegs zum Rathaus. Melde mich später. Das ist also der Computer, von dem O'Neill gesprochen hat. Probieren wir das Passwort. Hier haben sie anscheinend noch Teile von Union entworfen. Kein Bock zu lesen, sorry. Hier unten ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen.
Derzeit ist die Notfallabriegelung in Kraft. Stellen Sie die Frequenz auf Ihrem Kommunikator ein, um die Abriegelung aufzuheben. Ich kann's ja mal versuchen. Notfallabriegelung in der Sicherheitsanlage aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Das war's hoffentlich. Muss Munition sparen. Systemdurchstart abgeschlossen. Notfallabriegelung vollständig aufgehoben. Dieser Geruch. Mmh.
Bestes Klärwerk hier. Das ist also das schlimme Gasleck. Danke, O'Neill. Ohne das Teil hier würde ich es niemals schaffen. Entzündlich? Mist. Dann kann ich keine Schusswaffen einsetzen. Ein Elektroschloss. Verdammt. Ich muss der Spur folgen. Ich auch so ein bisschen dezent erschreckt. Wirklich zu lang. Thank you.
Komm mal hin, du trägst viel. Es scheint zu kommen. Ja, das Vieh war verpackt. Super. Gebracht. Gott sei Dank. Die Maske roch fürchterlich. Ich bin schon alles durch.
Warte mal, ich muss zurück. Was ist denn eigentlich hier oben? So, mal gucken, was jetzt kommt. Endlich komme ich hier raus. So, ich würde sagen, ich mache hier erstmal Schluss und machen dann im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zusehen.